Hi, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir haben mal wieder was gespielt. In diesem Fall warst die Kristallhöhlen von Leder Games, beziehungsweise im Deutschen von Quality Beast. Ein asynchroner Dungeon Crawler, den man gegeneinander spielt. Das wird jetzt ein bisschen länger werden, ein bisschen kompliziert wirken. Weil das Spiel eben so krass asynchron ist. Also das Spiel hat effektiv zwei Seiten Spielregeln und dann drei Seiten Spielregeln für jeden einzelnen Spieler, je nachdem, wen er oder sie in diesem Spiel darstellen möchte. Und wir haben fünf verschiedene Charaktere, die wir spielen können. Und genau, das ist einerseits die Ritterin, hier mit der Nummer 1 markiert, und der Drache. Ja, das sind letztlich die beiden, um die es erstmal vordergründig geht. Die Ritterin ist ausgezogen, den Drachen zu erschlagen, von dem sie weiß, dass der hier irgendwo in der Höhle schlummert. Wenn der nicht mehr schlummert, ist er aufgewacht. Dumme Geschichte, zumindest für die umliegende Bevölkerung. Wenn so ein Drache aufwacht und anfängt, Bauern zu fressen, finden es die Bauern meistens nicht so gut. Genau, das ist die Ritterin, deren Spielziel ist es, diesen Drachen zu erschlagen. Dringt ein, um diesen Drachen zu erschlagen. So, und jetzt kommen wir dann zu Spieler 2. Wie gesagt, die haben hier also Zahlen. Das ist relevant, weil das die Spielreihenfolge ist. Also wenn wir zu 5 spielen, sind wir immer in der 1, 2, 3, 4, 5 in dieser Reihenfolge am Zug. Also die Ritterin hier, zack, geht hier in den Höhleneingang. Ne? Seht ihr, da ist so eine Leiter runter in die Kristallhöhlen. Da dringt sie in diese Höhlen ein. Die sind anfangs gänzlich unerkundet. Da sind einfach rund um den Eingang 4 verdeckte Plättchen und mehr von der Höhle gibt es noch nicht. So, und in der Höhle, da hausen dummerweise auch Goblins. Und zwar drei verschiedene Goblin-Clans. Die Reißzahnsippe, die Knochensippe und die Glubschaugensippe. Dargestellt durch diese Holzscheiben. Je mehr Scheiben zu so einer Sippe zugehörig sind, desto größer ist die Bevölkerung dieser Sippe. Und deren einziges Spielziel ist es, die Ritterin umzubringen. Ne, die wohnen da, weiß ich nicht, seit Jahrhunderten irgendwie in der Höhle und die finden das voll doof, wenn da so Abenteurer kommen. Und dann sagen die halt, ja, dann machen wir die Abenteurer halt weg. Ne? Also, Ritterin will Drachen umbringen, Goblins wollen Ritterin umbringen. Kommen wir zum Drachen. Der liegt erstmal, ne, der schläft in den Höhlen. Das ist spielmechanisch dann relevant, da kommen wir später zu. Dessen Spielziel ist es, A, aufzuwachen und in die Oberfläche zu kehren. Vorher ist er, wie das heißt, im Untergrund, also der schleicht durch die dunklen Tunnel innerhalb der Höhlen. Und wenn der seine Trägheit überwunden hat, der hat hier so einen Trägheitsbereich hier oben, und dessen Ziel ist es eben, möglichst viele Steine aus diesem Trägheitsbereich zu seinem Erwachen hinzuzufügen. Wenn ihm das gelingt, hier genug Dinger hinzupacken, dann erwacht er, dann kann er sich jederzeit entscheiden, an die Oberfläche zu kommen. Das schränkt ihn ein bisschen ein. Schlafend kann er sich besser bewegen. Sobald er aufgewacht ist, will er nur noch hier zum Höhleneingang kommen. Sobald er zum Höhleneingang kommt, kann er die Höhle verlassen und die umliegende Bevölkerung terrorisieren. Das ist das Spielziel des Drachen. Also der will nicht die Ritterin umbringen, die ihn erschlagen will, sondern der will einfach nur aufwachen und raus und tun, was Drachen so tun. Jungfrauen entführen, Bauern auffressen, so Zeug. Genau, seine Trägheit wird durch drei Eigenschaften und eine Spezialfähigkeit dargestellt letztlich. Also das ist die Gier, der Hunger und der Stolz des Drachen. Die müssen zu einem bestimmten Anteil erweckt werden, um den aufwachen zu lassen. Der vierte Teil ist sein Hunger letztlich. Das ist nämlich hier so eine Leiste für gefressene Goblins. Das hilft ihm auch aufzuwachen. Das ist der Drache, Spieler Nummer 4. Das ist was ganz Besonderes, weil ich sagte ja Dungeon Crawler und wir sind hier in so einer Höhle unterwegs. Und ja, man kann auch die Höhle spielen. Wer die Höhle spielt, ist dafür zuständig, einerseits die Höhle aufzubauen und später wieder abzubauen. Aber tatsächlich verfolgt die auch ein Spielziel. Das Ding heißt die Kristallhöhlen. Das liegt daran, dass es hier so Höhlenplättchen gibt. Da sind Kristalle abgebildet, werden die aufgedeckt, kommen da Kristallmarker drauf. Oder auch Kristalle, also da ist hier so Premium-Material ist damit drin, aber eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Pappmarker-Material.
Genau, das Spielziel der Höhle ist es, die Höhle komplett aufzubauen. Es besteht aus, ich glaube, 57 solcher Plättchen. Also hier, das sind noch mehr. Insgesamt also alle 57 Plättchen aufs Spielfeld zu bekommen. Und dann liegen alle da, wächst die Höhle nicht mehr, sondern beginnt einzustürzen. Ne? Hier steht, die Höhle wächst und sobald alle Plättchen liegen, wird das Ding umgedreht, die Höhle stürzt ein und ab die Höhle stürzt ein, kann sich die Höhle darauf vorbereiten, selber das Spiel zu gewinnen. Das Spielziel der Höhle ist es, über den Einsturz dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Anzahl dieser Kristallplättchen zerstört wird. Also wenn dieses Plättchen hier wegkommt, dann kommt auch das Kristallplättchen weg und das kommt dann in den Siegvorrat der Höhle. So, was macht die Höhle noch? Die Höhle spielt aktiv gegen die anderen Spieler tatsächlich. Na, seht ihr hier zum Beispiel, hier ist ein Plättchen, da sind zwei offene Seiten, das sind hier die Seiten hier unten und zwei Wände. Ja, und geheim platziert die Höhle nach und nach diese Dinger und kann gucken, na, wo packe ich Wände hin, wo packe ich bestimmte Ereignisse hin und hat aber vor allem einen Sack, aus dem die so Omenmarker zieht. Jede Runde bekommt die weitere Omenmarker und diese Omenmarker kann die Höhle ausgeben. Ne, seht ihr hier so Marker, die sie ausgeben kann, um bestimmte Ereignisse auszuführen. Ne, dann kann das zum Beispiel sein, dass hier so ein Steinschlag entsteht und gebe ich den entsprechenden Marker ab, platziere so einen Steinschlagmarker und jetzt sind diese Dinger hier plötzlich nicht mehr benachbart, sondern da ist eine Wand im Weg, ja, weil da die Höhle eingestürzt ist. Na, und dann kann die Schlafspuren schicken, dass irgendwie Leute, die sich in der Höhle bewegen, irgendwie einschlafen, kann Schatzmarker ins Spiel bringen, Schätze, und. Also die kann auch aktiv gegen die anderen Spieler spielen, um die so lange am Sieg zu hindern, bis sie eben selbst gewinnen kann. Genau, jetzt habe ich gerade Schatzmarker gesagt. Schatzmarker sind sehr relevant für die fünfte Rolle, die mitspielt. Das ist der Dieb. Der Dieb, dem ist was ganz Dummes passiert. Der ist verflucht. Der ist total verflucht und sein Fluch ist so ein sogenannter Todesfluch. Der kann nicht mehr sterben. Und das klingt erstmal toll, aber tatsächlich ist es halt super nervig, wenn man nicht mehr sterben kann. Immer wenn er stirbt, kommt er wieder in den Höhleneingang und muss von vorne anfangen, die Höhle durchzusuchen. Und der möchte gerne diesen Unsterblichkeitsfluch überwinden. Und um diesen Unsterblichkeitsfluch zu überwinden, muss er eine bestimmte Anzahl Schätze, da gibt es ja auch so Schatzmarker, aus der Höhle rausbringen. Ne? Der läuft durch die Höhle, sammelt die Schätze ein, sammelt die hier. Und immer wenn der zum Höhleneingang zurückläuft, kann der seine Schätze in Sicherheit bringen. Also der geht kurz raus und versteckt die dann irgendwie im Wald. Die nutzt er dann als Verbesserung. Er hat auf seinem Tableau hier verschiedene Wege, seine Fähigkeiten zu verbessern. Und jeder versteckte Schatz ist eben eine Verbesserung der Fähigkeiten. Und wenn er eine bestimmte Anzahl Schätze versteckt bekommen hat, dann hat er das Spiel gewonnen. So, kurz zusammengefasst: Ritterin will Drachen erschlagen, Goblins wollen Ritterin erschlagen, Drache will einfach nur abhauen, Höhle will einstürzen, Dieb will eine bestimmte Anzahl Schätze in Sicherheit bringen. Das heißt, diese ganzen Siegbedingungen von allen verschiedenen, die sind komplett unterschiedlich, die spielen sich auch komplett unterschiedlich. Da komme ich dann gleich zu, wie die sich jeweils spielen. Und jede dieser Rollen kann auch automatisiert stattfinden. Also wir müssen das nicht zu fünf spielen, wir können auch zu viert spielen. Ritterin gegen Goblins, gegen Dieb, gegen Drache. Oder lassen den Dieb raus, dann spielt er die Höhle mit. Und da ist runter bis auf zwei Spieler sind für alle Varianten, welche Rollen man gegeneinander spielen möchte, dann bestimmte Automatisierungsregeln letzten Endes drin, ne? Dass die Höhle sich selbst steuert, dass der Drache sich selbst steuert, wenn die Goblins nicht mitspielen und der Drache braucht die aber zum Fressen und die Ritterin braucht die, um Mut anzusammeln, kommen wir auch gleich zu. Ja, dann gibt es da Spielkarten und andere Sachen, mit denen sich dann eben diese Rolle selbst steuert und somit quasi automatisiert am Spiel trotzdem teilnimmt, damit die anderen ihre Siegbedingungen erfüllen können. Genau, das wäre jetzt mal einfach, war es die Kristallhöhlen. Ja, jeder hat so sein eigenes Ziel, jeder hat eigene Regeln, auf die komme ich dann jetzt gleich zu sprechen. Aber wer jetzt schon aussteigt, hat zumindest einen kurzen Überblick, worum das eigentlich geht. Und jetzt gehe ich auf die verschiedenen Charaktere ein, die man spielen kann. Beginnen hier mit der Ritterin, weil eben, ne, Startspielerin sozusagen, jede Runde Initiative Reihenfolge 1. Die Ritterin, wie gesagt, die möchte den Drachen erschlagen.
Und um den Drachen zu erschlagen, braucht die sehr viel Mut. Ist ja klar, ne? So ein Drache ist ein super beeindruckendes Vieh. Deswegen braucht die Mut. Wo ist denn ihr zweiter roter Marker? Ah, da, hier ist ihr Mutmarker. Die kann auf verschiedene Dinge kann die Mut sammeln. Ja, dann fangen wir anders an. Die Ritterin ist hauptsächlich dafür verantwortlich, die Höhle zu erkunden. Die bewegt sich und immer wenn die hier so ein dunkles Plättchen bewegt, dann passieren zwei Dinge. Erstens kann sie das platzieren, wie sie möchte, außer dass sie nicht das so platzieren kann, dass sie nicht mehr reingehen könnte. Also die müssen verbunden sein, die Plättchen miteinander. So, jetzt decken wir das auf. Das ist hier so ein ganz offenes, ohne Wände, mit einem Hinterhalt. Und da passieren jetzt verschiedene Dinge. Das eine ist, die Höhle schließt sofort alle offenen Kanten dieses Plättchens mit Dunkelheitsplättchen oder dunklen Höhlenplättchen, ne, sodass die da weiterkommt. Und dann passiert immer was mit dem Plättchen. Da gibt es verschiedene, habe ich immer vorbereitet. Das eine ist hier dieses, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie geheimes Schatzgedöns für den Dieb. Die spielen nicht mit, wenn der Dieb nicht mitspielt. Das sind, was ihr das erkennen könnt, dann quasi so Schatztruhen. Und diese Schatztruhen sind verschlossen. Das ist ein Teil des, des Dings, das ist Dieb, der Dieb erfüllen möchte. Da kommen dann hier so Marker für hin. Die kann der Dieb mittels seiner Diebesfähigkeit knacken, um an Schätze ranzukommen. Das ist das eine. So, dann gibt das. Das haben wir gehabt, das spielt nicht mit. So, da machen wir jetzt die einfachen. Zack, ne, deckt die Ritterin so ein Kristallding auf. Kein Thema, da kommt halt dann, guck mal, hier ist, ich bin jetzt illegal, so zack, ne. Da kommt dann so ein Kristallplättchen drauf. Das sind, wie gesagt, die Teile, die die Höhle vernichtet haben will, um das Spiel zu gewinnen. Die kann auch die Ritterin tatsächlich vernichten. Wenn der Drache nicht mitspielt, dann kann sie die zerschlagen, das ist dann auch ein Teil ihrer Siegbedingung und vor allem bekommt sie darüber Mut. Dann gibt es hier diese Schatztruhen. Die Schatztruhen sorgen dafür, dass Schätze ins Spiel kommen und da ist jetzt einige Interaktion zwischen Höhle und Ritterin angesagt, nämlich wenn jetzt die Schatzdings aufgedeckt wird, dann muss die Höhle von dem Schatzkartenstapel sich zwei Schätze ziehen und anschauen. Und sucht sich dann, guck mal hier, zum Beispiel ein Giftlabor, das ist doch super. Und diesen Schatz, den die Höhle sich ausgesucht hat, den gibt sie dann verdeckt der Ritterin und die Ritterin kann entscheiden, ob sie das haben will oder ob sie das nicht haben will. Lehnt sie den Schatz ab, kommt er aus dem Spiel und die Ritterin bekommt Mut dafür. Will sie den haben, legt sie den dann in ihr Tableau an und der bringt ihr irgendwie Spielvorteile. Das, ein Schwert erhöht halt die Stärke oder weiß nicht, was macht das Giftlabor, das ist bestimmt nicht schlecht gegen Goblins. Ah ne, das Giftlabor, damit kann man sich heilen. Super praktisch. Genau, das sind die Schatzplättchen. Und dann gibt es hier die mit diesem Totenschädel. Das sind Goblin-Hinterhalte. Da ist dann der Goblin-Spieler relevant. Der hat seine Goblin-Stämme. Die haben, wie gesagt, unterschiedliche Bevölkerung. Das ist von der Anzahl der Scheiben abhängig. Da kommt noch diese Stärkescheibe dazu. Und wenn ein Hinterhalt aufgedeckt wird, dann greifen die Goblins, die auf dem Tableau des Spielers, also die verstecken sich halt irgendwo in den Höhlen, die greifen dann die Ritterin an. Wie dann der Angriff stattfindet, erkläre ich gleich bei den Goblins. So, das sind die verschiedenen Höhlenplättchen, die es gibt. Wie gesagt, jetzt muss ich hier mal kurz nacharbeiten, weil dürfen keine offenen Kanten liegen. Es sei denn, die Höhle ist schon im Einsturz befindlich. Wie macht jetzt die Ritterin ihren Spielzug? Die nimmt sich ihre Heldenmarker, das sind hier diese gelben Dinger, und stellt die auf eine ihrer drei, nicht auf ein, stellt die auf ihre drei Eigenschaften ein. Sie hat grundsätzlich einen Bewegungswert von 1, einen Begegnungs-, einen Wahrnehmungs- und Begegnungswert von 1 und eine Stärke von 1. Und wenn man hier die Marker hinlegt, dann kann man halt entsprechend diese Werte erhöhen. Da kommt dann dieser Mut ins Spiel. Ne? Und die Ritterin bekommt Mut, einerseits darüber, dass sie Höhlenplättchen aufdeckt, sobald sie dahin läuft, kriegt sie den Mut. Ja, weil sie sich da ins Dunkel reingetraut hat. Übers Zerstören der Kristalle, wenn der Drache nicht mitspielt, bekommt sie Mut. Übers Schätze ablehnen, pipapo, darüber, dass sie den Dieb umbringt. Wo ist der Dieb? Da ist der Dieb. Wenn sie den erschlägt, gibt es auch Mut. Goblins erschlagen. Die kann über verschiedene Dinge Mut sammeln. Und immer wenn sie Mut sammelt, wandert dieser Marker hier auf ihrer Mutleiste weiter. Und immer wenn ihr eins der Felder erreicht, an denen so ein gelber Spielstein ist, dann hat sie die auch zur Verfügung, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Die stellt sie jede Runde neu ein.
und kann eben einerseits ihre drei Eigenschaften damit durchoptimieren für die Runde, andererseits sich so Spezialgedöns kaufen, ne? Den, wenn sie hier einen Marker hinlegt, dann hat sie ein Schild und der Schild sorgt dafür, dass sie nicht von anderen Spielern bewegt werden kann. Das kann passieren im Spiel, dass es passiert. Mit dem Bogen kann sie in gerader Linie Leute angreifen. Normalerweise kann sie nur Leute angreifen, die auf ihrem Feld stehen. Mit der archaischen Karte kann sie sich durch Wände bewegen. Ja, das heißt, sie hat irgendwie einen Lageplan von Teilen der Höhle, um da Geheimwege zu finden. Und mit der Bombe kann sie den Drachen angreifen, wenn er noch nicht erwacht ist. Ne? Habe ich eben erzählt. Der Drache schläft erstmal, muss dann... Ja, schläft. Na wurscht, ja, sagen wir mal, schläft. Ne? Der Drache schläft. Und bevor er erwacht ist, kann die Ritterin den Drachen nicht angreifen, um ihm seine Gesundheit zu reduzieren. Es sei denn, sie nutzt die Bombe zu diesem Zweck. Das, wie gesagt, stellt sie jede Runde neu ein, wie sie da ihre Dinge haben will. Bewegung klar sagt, wie weit sie sich bewegen kann. Die Wahrnehmung ist für Verschiedenes relevant, vor allem wie viele Begegnungen sie haben kann. Wenn sie jetzt drei Bewegungsschritte hat, hier hinläuft, das Ding wird aufgedeckt, dann zählt es als Begegnung. Und dann dürfte sie nicht mehr weitermachen, weil sie nur eine Begegnung hat. Wenn ich die Wahrnehmung erhöhe, parallel mit der Bewegung, dann kann man halt mehr Kram machen. Genau, und so versucht sie, an den Drachen ranzukommen und den umzubringen. Mutgewinn, Drachen umbringen. Kommen wir zu den Goblins. Die Goblins, die spielen sich nicht mit einer Spielfigur, sondern die spielen sich mit drei Spielfiguren und diversen Holzscheiben und Karten. Ah, ja, noch so eine Möglichkeit für Mut, haha, Spielkarten. Die Ritterin, die hat immer so Nebenquestkarten auf der Hand und darüber kann sie auch Mut bekommen. Ne? Das ist zum Beispiel hier: Greife eine Goblin-Sippe mit Monster an, greife den Drachen erfolgreich an oder greife den Dieb an und töte ihn. Wenn das der Ritterin innerhalb eines Spielzuges gelingt, dann darf sie die offen auslegen, hat eine Sidequest erfüllt und bekommt dafür in dem Fall 4 Mut. So, kommen wir zu den Goblins. Wie gesagt, drei Spielfiguren, weil drei verschiedene Goblin-Sippen und die haben auch drei verschiedene Arten von Karten. Und grundsätzlich funktionieren die Goblins über ihre Spielfiguren, wenn die aktiviert werden. Also jetzt bin ich als zweiter Spieler, als Goblin-Spieler am Zug, dann kann ich meine Sippen aktivieren. Wenn ich die hier schon auf dem Spielplan habe, kann ich die bewegen, ne, die laufen einfach rum. Wobei da wichtig ist, die sind sehr feige, die drücken sich gerne im Dunkeln rum. Und wenn die durchs Helle laufen, also durch schon aufgedeckte Plättchen, für je zwei helle Plättchen, die die verlassen, läuft denen einer davon. Ja, also die Bevölkerung reduziert sich, je nachdem, wie weit die durchs Helle laufen, müssen sie aber unter Umständen, um eben an Madame hier ranzukommen und gegen die zu kämpfen. So, dazu haben die drei verschiedene Arten von Karten. Einerseits Kriegskarten, die werden einfach jede Runde gezogen und die sagen, welche Sippen sich vermehren. Also in dem Fall bekommen alle drei Sippen eine Bevölkerung dazu und ob die Wut eventuell steigt. Die haben nämlich hier unten so eine Wutleiste und je wütender die sind, desto stärker sind die Goblin-Sippen, desto mehr können die tun. Und genau, dann haben die Geheimnisse, die kommen über bestimmte Aktionen ins Spiel, dann haben die hier was. Ha, nett. Ne? Wenn ich jetzt so Geheimniskarten habe, jetzt zum Beispiel in dem Fall, hier haben wir ein Versteck von den Goblins und da ist, sobald die Ritterin sich neben so ein Hinterhaltplättchen begibt, dann darf eine Sippe aus dem Hinterhalt die Ritterin angreifen, um ihre Lebenspunkte zu reduzieren. Relevant ist dabei, dass Kämpfe nicht irgendwie ausgewürfelt werden, sondern es wird einfach gekämpft, dann wird geguckt, wer hat mehr Stärke. Wenn jetzt die Goblins mehr Stärke haben als die Ritterin, verliert sie Lebenspunkte. Und die Goblins, ich glaube, da zerstreuen sich dann auch schon welche. Immer wenn die kämpfen, dann wird die Sippe zerstreut. Das heißt, eine bestimmte Anzahl Bevölkerung entschwindet und dadurch wird die wieder reduziert. Also die baut sie nicht dauerhaft auf, sondern immer wenn man die aktiv zum Kämpfen nutzt, dann reduziert sie auch die Bevölkerung wieder. Das sind die Geheimnisse und dann haben die Monster. Naja, habe ich hier ein Golem, Leuchtkäfer. Und diese Monster, die kann ich hier auf einem Tableau ablegen. Jede Sippe kann ein Monster aufnehmen, außer der Knochensippe, die hat Platz für zwei Monster. Und diese Monster sind letzten Endes
Spezialfähigkeiten. Ne? Wenn ich hier meine Knochensippe, wo ist sie da? Den Golem und den Oger habe, dann hat sie zwei Spezialfähigkeiten, nämlich einerseits durch den Golem kann die sich durch Wände bewegen. Ja, sagen wir die, das ist gar nicht die Ritterin steht hier, dann können die zack, ein zweites helles Feld betreten, zerstreut sich einer, so, und jetzt können sie die Ritterin angreifen. Normalerweise hätten die einen längeren Weg da außen rum um die Wand. Und die Oger geben denen plus 1 Stärke und deren Stärke zum Angriff muss halt höher sein als die Stärke der Ritterin. Genau, also die bauen sich immer wieder neue Bevölkerungen auf, platzieren die auf dem Brett, wenn die Spielerin es möchte. Wenn nicht, können die auch eben hier bleiben, dann können sie eben aus dem Hinterhalt angreifen. Und deren Ziel ist es dann, darüber die Ritterin umzubringen. Das ist Spielerin Nummer 2, die Goblins. Spielerin 3, der Drache, die Drechin. Die spielt hauptsächlich über Spielkarten. Die hat sogenannte Kraftkarten und hat hier auf ihrem Tableau diverse Aktionen. Kann Feuer spucken, kann durch die Gegend fliegen, das heißt, ne, sich sehr weit bewegen, kann einfach direkt Angriffe mit ihren Klauen durchführen. Und da steht dann immer hier, auf den Aktionskarten sind hier so Symbole und verschiedene Aktionen kosten eine Kombination verschiedener Symbole. Es gibt hier zum Beispiel die Aktion Fackel, ja, steht der Drache hier, dann kann man zweimal Feuer ausgeben, also Karten spielen mit dem Feuer, um dann alle umliegenden dunklen Plättchen aufzudecken. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die ohne die Aktion der Ritterin Plättchen aufdeckt. Jetzt muss ich mir einen Kristall hinlegen. Ne? So, und jetzt haben wir hier offene Plättchen. Zack, da ist ein Hinterhalt, da ist ein Ereignis. Zu den Ereignissen kommen wir gleich, wenn wir zur Höhle kommen. Genau, also das steuert sich hauptsächlich über diese Aktionskarten. Und das Ziel des Drachen ist es eben, einerseits Schatzmarker zu sammeln, um die Gier zu befriedigen, Goblins zu fressen, um den Hunger zu befriedigen. Und Ereignisplättchen aufzudecken, ne, haben wir jetzt hier gerade gemacht durch den, was war das, Fackel, genau, um den Stolz zu befriedigen, darüber diese Marker hier runterzubekommen auf die Erwachenleiste, um da aufwachen zu können. Zusätzlich zu den Karten gibt es 3 dieser Drachenjuwelen, die kann der Drache aufs Spielbrett bringen in zack, hier so offen. Ne? Und da gibt es eben von den 3 Symbolen, die es gibt, Klaue, Flamme und Schwinge, jeweils 1 drauf. Und die kann die Drachenspielerin zusätzlich zu den Symbolen auf den ausgespielten Karten benutzen, um eben diese verschiedenen Aktionen, die hier dargestellt sind, zu nutzen. Dann kommt häufig dieser Würfel zum Einsatz. Das ist kein normaler W6 mit Zahlen von 1 bis 6 drauf, sondern da sind weiße Felder und rote Nichtfelder drauf. Und das geht dann häufig eben darum, dass mit dem Flammenstrahl wird dann gewürfelt, so welche Felder sind betroffen und das sind dann alle um den Drachen herum mit den weißen Symbolen. Genau, der Drachenwürfel wird auch bei manchen anderen Dingen benutzt. Der Dieb zum Beispiel muss den manchmal benutzen, die Ritterin muss den manchmal benutzen, um festzustellen, ob das eigene Feld betroffen ist. Das ist immer so ein 50-50-Ding. Dafür ist der Marker für andere Spieler da. Genau, das ist der Drache. Wie gesagt, Gier, Hunger, Stolz befriedigen, um die Marker hier runterzukriegen, sind die hier unten. Erwacht der Drache. Tatsächlich kann er erwachen, ohne aufzustehen. Das ist in der Regel irgendwie blöd übersetzt oder schon im Original schlecht geschrieben, wissen wir nicht genau. Also es gibt diese liegende Position, es gibt die aufrechte Position. Wenn das Ding voll ist, heißt es nicht, dass automatisch gewechselt wird. Das Wechseln zur aufrechten Position kann man jederzeit aktiv entscheiden. Das heißt halt zweierlei. Das eine ist, dass die Ritterin eben angreifen kann, ohne die Bombe zu benutzen. Und das andere ist, dass die Bewegung eingeschränkt ist, weil zum Beispiel kann er sich nicht mehr durch dunkle Felder bewegen. Ne? Solange er noch schlummert, sich im Untergrund befindet, wie es heißt, kann er auch durch dunkle Felder laufen. Genau, das ist der Drache. Spielziel, wie gesagt, erwachen und dann, wo ist er da? Hier, zack, zum Ausgang zu kommen, gelingt das Spiel gewonnen. Kommen wir zu Spieler 4. Spieler 4 ist die Höhle. Da habe ich eigentlich in der Kurzübersicht schon alles gesagt. Die Höhle baut die Höhle auf und lässt die Höhle
einstürzen. Die Höhle ist letzten Endes ein bisschen ein automatisches Balancing-Element, wenn die aktiv mitspielt, weil natürlich darüber, dass die Siegbedingung besagt, erstmal müssen alle Plättchen liegen und dann über einen Einsturz müssen diese Kristalle vernichtet werden, ist das so eine Timing-Geschichte. Die Höhle braucht relativ lange, um das eigene Spielziel zu erreichen. Und das heißt, letzten Endes nutzt die ihre verschiedenen Aktionen, die sie über diese Omenmarker aktivieren kann, um alle anderen einfach nur an ihrem Sieg zu hindern. Ja. Man kann niemanden ausschalten, doch man kann Leute ausschalten. Man kann den Drachen ausschalten, dann gewinnt halt die Ritterin. Man kann die Ritterin ausschalten, dann gewinnt dummerweise die Goblins. Deswegen versucht auch die Höhle nicht, die einfach umzubringen, sondern die alle so im Level zu halten. Die ist für die Schatzmarker auch verantwortlich, ne? Die habe ich vorhin erklärt, bei der Ritterin, ne? Und so Schätze kann man rankommen. Und die Schatzmacher will unter Umständen noch einen Dieb haben, ne? Haben wir erklärt, der muss Schätze einsammeln, zum Höhlenausgang kommen, die Schätze draußen verstecken, um das Spiel zu gewinnen. Und dann kommen wir doch einfach hier zu Nummer 5, dem Dieb. Der hat ähnlich wie die Ritterin hier ein Tableau, in dem der seine Fähigkeiten jede Runde neu einstellt. Dafür gibt es ja so Aktionsmarker, da ist eine 2, eine 3 und eine 4 drauf, die kann man über versteckte Schätze upgraden, dann wird aus dem 2er zum Beispiel ein 3er, aus dem 3er ein 4er und man kann dann sogar dazu kommen, dass alle als 4er gelten, wenn man hier 3 versteckte Schätze hat. Und das ist einfach die Anzahl der Aktionen, die der Dieb zur Verfügung hat. Der muss seine Aktionen ausgeben fürs Bewegen, der muss mehr Aktionen ausgeben, wenn er über Wände klettert. Der kann zum Beispiel immer letztlich sich durch Wände bewegen, aber muss dafür Aktionen opfern, um das zu machen. Und der ist eben einerseits auf der Suche nach den Schätzen, die als Schatzmarker einfach vorhanden sind. Der ist auf der Suche nach diesen Geheimnissen oder wie die heißen, um da eben mit seiner Diebesfähigkeit die Schlösser zu knacken. Auch das gibt einfach einen Würfel für, ne? Wenn ich eine Aktion dafür ausgebe, um hier so eine Truhe aufzuknacken, dann muss ich werfen. Bei 4 plus gelingt mir das. Gebe ich 2 Aktionen dafür aus, dann gelingt mir schon eine 2 plus. Bei 3 Aktionen ist das kostenlos. Das heißt, er kann seine Aktionen hier einstellen und je mehr Aktionen er sich beim dieses Diebesgeschick gibt, desto mehr kann er machen oder desto stärker sind die Aktionen, die er tätigen kann. Allerdings hat er ein Problem, der will, wie gesagt, die Schätze verstecken und er hat hier so eine Beuteverluststufe. Wenn die auf 0 ist, dann verliert er keine Beute, wenn er stirbt. Ne? Wir hatten ja gesagt, er hat diesen Unsterblichkeitsfluch, der kann nicht wirklich sterben, aber der Drache und die Goblins und die Ritterin und auch die Höhle, die können ihm das Leben zur Hölle machen. Die können ihn nämlich umbringen, dann respawnt er, wie man das aus den Computerspielen kennt, am Höhleneingang und verliert aber seine Beute. Je höher die Beuteverluststufe ist, der verliert nicht die Schätze dadurch, sondern der verliert imaginäre Beute. Und je nachdem, wer ihn umgebracht hat, bekommt der oder diejenige dafür Boni. Ja, jetzt wenn wir hier oben bei der Beuteverluststufe 3 sind und die Ritterin erschlägt den Dieb, dann bekommt die Ritterin dafür 3 Mut. Ist die bei 0, bekommt sie keinen Bonus. Ne? Das heißt, wenn ich die Beuteverluststufe, je kleiner ich die mache, desto unattraktiver ist es für die anderen Spieler, Aktionen zu opfern für den Angriff auf den Dieb. Genau, was passiert da beim Umbringen, beim Beuteverlust? Die Ritterin bekommt halt Mut, die Goblins ziehen Geheimniskarten und dürfen ihre Wut vergrößern. Und der Drache, der zieht sofort diese Kraftkarten auf der Hand und hat somit mehr Optionen, um seine Aktionen im eigenen Zug zu tätigen. Genau, das habe ich eben von der Höhle gesagt, die wäre so ein Balancing-Instrument. Auch der Dieb kann in der Vollbesetzung als Balancing funktionieren, weil der Dieb wiederum, der kann auch angreifen. Dann steht er hier zusammen mit der Ritterin auf dem Feld, dann kann er auch eine Aktion dafür ausgeben, um die Ritterin anzugreifen. Macht er der Schaden, verliert die Ritterin Mut. Ja, sinkt dann der Mut. Bei den Goblins, da bringt er halt einfach eine bestimmte Anzahl Bevölkerung um, je nachdem wie viel Schaden der macht. Und der Drache wirft Kraftkarten ab. Also der Dieb kann nicht dem Drachen Lebenspunkte abziehen, was ja das Ziel der Ritterin ist, aber kann die Aktionsmöglichkeiten des Drachen einschränken, darüber, dass durch den Angriff die Kraftkarten verloren gehen. Genau, das sind die 5 Rollen, die man spielen kann. Puh, das war jetzt schon relativ viel, ne? Und jetzt kommt noch mehr. Wie gesagt, da sind Regeln drin für sämtliche möglichen Konstellationen, ne? Also wenn man nur zu zweit spielen kann, auch die Ritterin gegen den Drachen spielen kann, aber auch die Ritterin gegen den Dieb spielen. Ja? Also da
finden dann Regelanpassungen statt, sodass das möglich ist. Es gibt ein Solo-Spiel für 4 von den 5 Rollen. Das einzige, was solo nicht spielbar ist, ist die Höhle. Verständlicherweise, Höhle aufbauen, Höhle abbauen, Spiel fertig, das wäre ein bisschen lahm. Für alle anderen gibt es Solo-Regeln, die gut funktionieren. Und wenn man dann nach zig Partien das alles ausprobiert hat, ich verlasse mal eben das Bild, um hier noch so Material zu holen, dann stecken da noch mehr Spiele drin. Ne? Hier ist ein Kartenstapel mit Spielvarianten drin, und zwar für sämtliche Rollen sind da Variablen drin. Und da gibt es dann für die Höhle gibt es so spezielles Gelände, Flüsse, Lavafelder, Gruben und so weiter. Also es ist hochgradig variabel. Kennt ihr von Leda Games aus Root? Das war ja auch schon einerseits sehr variabel, andererseits vor allem eben auch so komplett asynchron wie Vast. Genau, was bleibt uns fazitmäßig zu sagen? Wir hatten tatsächlich alle Spaß damit. Wir haben eine Probepartie gespielt, da waren wir zu fünft. Und ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest verschiedene von uns haben schon weitere Partien gespielt. In verschiedenen Konstellationen. Nie wieder in Vollbesetzung, aber in verschiedenen Konstellationen. Und die haben alle funktioniert und haben alle Mords Spaß gemacht und wirkten so, als wären die wirklich ausgeglichen. Also anscheinend, unabhängig von Spielerzahl und unabhängig von Konstellation, ist das Balancing sehr, sehr gut gelungen in dem Spiel. Und das gefällt uns halt wahnsinnig gut. Einen leichten Vorteil haben wir bisher beim Drachen gedacht. Ja, also das ist, wie gesagt, wenn es hochkommt, sind es 8 Partien gespielt. Kann daran liegen, dass der Drache sich einfacher spielt. Oder dass er wirklich zu stark ist, wissen wir nicht. Wobei dann, wie gesagt, ne, alle balancen sich gegenseitig aus, müssen halt alle etwas mehr gegen den Drachen spielen, um das auszugleichen, wenn dem so sein sollte. Können wir, wie gesagt, nicht sagen. Dafür haben wir bei weitem nicht genug Partien gespielt, um das Balancing dieses Spiels tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Ja, das war Vast, die Kristallhöhlen von Quality Beast. Hat uns richtig gut gefallen, bekommt ihr hier bei uns. Und ja, wenn euch noch andere Sachen einfallen, die wir euch mal im Video zeigen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare oder lasst uns das auf die üblichen Wege, über die ihr uns erreicht, wissen. Und dann machen wir das gerne. Ansonsten lasst uns ein Abo für den Kanal da, dann werdet ihr informiert, wenn wir neue Videos machen. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit Spielen. Tschüss!